Was für ein Last-Minute-Drama am Deadline-Day. Aber die Eintracht hat ihren Mann bekommen, nämlich den Franzosen Hugo Ekitike, einen absolut talentierten Spieler aus Frankreich, den sie schon lange haben wollten. Und wir besprechen mal ganz genau, was das für ein Deal überhaupt ist, was er für Qualitäten mitbringt und warum er der zukünftige Nachfolger von Randal Colomoni sein kann. Aber zuallererst schreibt mal gleich eure Meinung zu diesem Deadline-Day-Transfer der Eintracht in die Kommentare rein. Seid ihr gehypt, seid ihr, freut euch über diesen Deal oder seid ihr da doch eher skeptisch? Kennt ihr den Spieler überhaupt? Gerne so mal eure Meinung, eure Emotionen in die Kommentare schreiben. Ich diskutiere wie immer gerne mit und falls euch dieses Video gefällt, gerne Bewertungen da lassen, auch den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen und wir starten mal rein mit dem weiteren Video. Es gab ja viel Dramatik um diesen Transfer, den die Eintracht ja schon länger verfolgt hat. Dementsprechend ist es natürlich auch nicht besser geworden, als dieser Transfer erst am Deadline-Day zustande gekommen ist. Aber Faktum ist natürlich jetzt am Ende, Ekitike ist ein Eintracht-Spieler, der zwar nicht ganz billig ist, der aber ordentlich viel Potenzial mitbringt. Kommen wir mal zum Deal an sich und der 21-jährige Franzose wechselt mal zunächst per Laie zur Eintracht Frankfurt, kann dann aber per Kaufoption fest verpflichtet werden. Die Kaufoption, da wird gerade noch ein bisschen gemutmaßt, wie hoch die wirklich ist. Es wird geredet darüber, dass es eventuell nur 15 Millionen Euro sind, aber auch 30 Millionen laut ein paar anderer Medien. Irgendwo dazwischen wird es sein, was Fakt ist, es wird auf jeden Fall ein nicht sehr günstiger Transfer, aber ein Transfer für die Zukunft. Es schaut auch laut dem sehr verlässlichen Journalisten Christopher Michel sehr danach aus, als ob er dann auch bleiben wird, dass das jetzt kein optionales Thema ist bezüglich der Kaufoption. Man kann also davon ausgehen, dass Ekitike den Sturm von Eintracht in den nächsten Jahren definitiv prägen wird. Eintracht Sportvorstand Markus Krösche sagte Folgendes zu diesem Deal: Hugo ist ein junger Spieler, der sein großes Potenzial schon unter Beweis gestellt hat. Wir geben ihm natürlich die Zeit, die er benötigt, um anzukommen. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, denn ähnlich wie bei Baoya, den ich ja jetzt im letzten Video auch besprochen habe, gerne dazu einen Link auch noch in der Beschreibung, könnt ihr natürlich gerne abchecken, ist es wichtig, diesen jungen Spieler natürlich die Zeit zu geben, um sich zu entfalten. Ekitike hat das Problem im Moment, dass er keine Spielpraxis hat, weil bei PSG die Konkurrenz einfach zu groß ist. Dementsprechend wird es da wichtig sein, diesem jungen Spieler mit so viel Potenzial auch die nötige Zeit zu geben. Der Stürmer war auch schon im Sommer ein Thema, als man Colomoani ja ganz spät noch abgegeben hat zu PSG für eine Rekordablöse. Da hat man auch schon drüber nachgedacht, den jungen Franzosen dann im Gegenzug nach Frankfurt zu holen, hat aber nicht geklappt. Jetzt war mehr Zeit da, diesen Deal über die Ziellinie zu bringen und auch der Franzose hat angeblich Gehaltseinbußen in Kauf genommen, um für die SG spielen zu können. Also keine schlechte Sache an sich, wenn er das macht. Und wie gesagt, er ist der absolute Wunschspieler von der Eintracht von Markus Krösche. Das war schon in den Medien in den letzten Monaten sehr deutlich zu erkennen und man hat jetzt den Wunschspieler auch bekommen. Doch jetzt habe ich viel über sein Potenzial geredet, aber was kann Ekitike überhaupt auf dem Platz alles bringen? Das ist ein bisschen schwierig jetzt, weil er bei PSG in der aktuellen Saison nur ein Spiel gemacht hat am ersten Spieltag, über 8 Minuten gegen Lorient, was auch ein negativer Aspekt des Transfers ist, aber davor hat er halt sehr gut gespielt. Kurz zur Einordnung, seinen richtigen Durchbruch schaffte er bei Stade Reims in der Ligue 1 und dadurch machte er sich auch bei PSG aufmerksam. PSG verpflichtete ihn dann für eine Ablösung von fast 30 Millionen Euro, 28,5 um genau zu sein, kam dort auch am Anfang relativ zum Zug, aber seit der Verpflichtung von Spielern wie Gonzalo Ramos oder zum Beispiel auch Colomoani hat er bisher keine Spielzeit bekommen, war auch teilweise gar nicht mehr im Kader, deswegen kann man ihn nur an seinen Leistungen vor der Saison 2023 und 2024 beurteilen. Was man dann sieht, ist ein extrem einzigartiger Stürmer. Er ist 1,89 groß, also jemand, der eine gewisse Körpergröße auch mitbringt, der aber auch extrem wendig ist, technische Qualitäten besitzt, natürlich auch einen guten Abschluss für einen Stürmer, das ist klar. Aber auch jemand, wenn man sich die Statistiken anschaut und die Werte von ihm in den letzten Saisons, dass er auch mit dem Ball auch im Spiel sich auch ein wenig involviert, das heißt, dass er auch im Spielaufbau hilft, Pässe spielen kann und auch generell gut im Pressing ist. Auch Tempo ist bei ihm kein Problem. Nicht der allerschnellste, aber auf jeden Fall gut genug, um auch eine gewisse Störung der Abwehrspieler hervorzubringen. Dementsprechend hat man hier einen modernen Stürmer einfach bekommen mit viel Potenzial und das sieht, glaube ich, auch die Eintracht in Ekitike. Ein vergleichbarer Spieler, der von Journalisten oder generell Experten noch genannt wurde, ist Alexander Isak, der ja gerade bei Newcastle United spielt, der vorher auch beim BVB war, der auch relativ groß ist, aber auch wendig, technisch sehr versiert und auch gut natürlich vor dem Tor.
Also einen Spielertypen wie Hugo Ekitike gibt es nicht so oft in Europa, deswegen wurde er auch schon bei Stade Reims extrem in Blickfang genommen, unter anderem auch vom BVB, deswegen bringt er auch diese einzigartigen Fähigkeiten mit. Trotzdem, da muss man immer wieder erwähnen, er hat jetzt in den letzten Wochen, Monaten nicht mehr gespielt, das heißt Spielpraxis fehlt, man darf sich also nicht erwarten, dass er gleich reinkommt und komplett alles zerreißt. Trotzdem, wenn man jetzt zum Beispiel Jadon Sancho von BVB im Hintergrund hat, der hat jetzt auch keine Spielpraxis bei United gehabt, hat aber trotzdem sehr, sehr gut schon gespielt in seinen ersten Spielen, deswegen muss das kein Kriterium sein. Nichtsdestotrotz muss man das in die Bewertung noch einfließen lassen. Kommen wir zum Fazit und ich glaube, dass Ekitike der designierte Kolomoani Nachfolger sein wird oder zumindest von der Eintracht derjenige auserkoren ist, der das machen soll. Man hat natürlich jetzt mit Kalajdzic schon jemanden geholt, der auch eine gewisse Erfahrung mitbringt, aber mit Ekitike wirklich die Zukunft wahrscheinlich auch des Sturms bei der Eintracht, der sie auch prägen soll. Er bringt alle Eigenschaften mit, wie ich schon vorher erwähnt habe. Er ist nicht billig, wenn man ihn jetzt fest verpflichtet, was sehr danach ausschaut, aber wenn er einigermaßen seine Leistungen von Reims oder anfangs PSG noch zeigt, dann hat man hier wirklich einen fantastischen Spieler in der Bundesliga und ich freue mich schon sehr und bin gespannt, wie er bei der SG performen wird. Aber was sagt ihr zu Hugo Ekitike bei der Eintracht? Seid ihr happy mit diesem Deal oder doch eher skeptisch? Lasst mich eure Meinung mal gerne in den Kommentaren wissen und ich diskutiere wie immer gerne mit. Und falls euch dieses Video gefallen hat, gerne Bewertung lassen, gerne auch den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video, bleibt sportlich, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!